Den Sound, den man mit einer solchen Blues-Harp erzeugen kann, den wirst du ja sicherlich irgendwann irgendwo schon einmal gehört haben, sonst würdest du ja wahrscheinlich auch gar nicht in diese DVD reinschauen. Also der Sound ist sehr, sehr unterschiedlich. Da kann man zum Beispiel einfaches Melodiespiel wählen, wie beispielsweise bei Beethovens Neunter. Das wird dann so klingen. Oder aber du bist auf die Bluesharp gestoßen, ja, durch die Musik, die dieses Instrument im Grunde genommen ja erst richtig bekannt gemacht hat, im Grunde genommen auch die Spielweisen dieser Mundharmonika revolutioniert hat. Da waren es schwarze Musiker, die haben etwas herausgefunden, von dem die Hersteller, die Erfinder dieser Mundharmonika sicherlich noch keine Ahnung gehabt haben. Die haben auf einmal gemerkt, man kann da Töne drauf erzeugen, die gar nicht drauf sind auf solch einem Instrument und haben dann Klänge herausgeholt, die uns bis heute noch elektrisieren und sich ungefähr so anhören wie dieses. Ja.